Ich gratuliere erstmal den Kolleginnen aus Sachsen nochmal, souverän Oppositionsführerin zu bleiben. Das stimmt mich natürlich in Thüringen zuversichtlich, dass wir um den politischen Wechsel weiterhin streiten. Die Situation in Thüringen ist eine gänzlich andere als in Sachsen. Es gibt einen tatsächlichen Lagerwahlkampf und die Zuspitzung zwischen den CDU-Kandidatin Christine Lieberknecht und dem Linken Bodo Ramelow, wobei die Linke deutlich Herausforderin von Lieberknecht bleibt und ist. Wir sind, anders als die sächsische Linke, noch einmal 10% etwa über der sächsischen Linken bisher in den Umfragewerten geschätzt. Die CDU liegt bei 34%. Was ich damit sagen will, bei uns gibt es keinen Ausschluss möglicher Koalitionspartner, sprich Grüne und SPD, mit uns gemeinsam den politischen Wechsel in Thüringen einzuleiten. Und deswegen hoffe ich, dass die Thürerinnen zur Wahl gehen in 14 Tagen, dass sie der rechtspopulistischen Partei AfD und extrem rechten Parteien die rote Karte zeigen. Und ich bin sehr zuversichtlich, dass wir die nächste Regierung stellen.